Und nun zu unserem Dreier-Autotest. Viele Automobilwerke setzen zur Leistungserhöhung des Motors auf die sogenannte Vier-Ventil-Technik. Das heißt, statt zwei Ventile ein Auslass, ein Einlassventil, gibt es vier pro Zylinder. Bei einem Vierzylinder-Motor macht das nach Adam Riese 16 Ventile und da steht am Heck dann 16V. Die Attac testet nun drei 16V-Fahrzeuge. Die Brücke zwischen reinrassigen Sportwagen und traditionellen Familienkutschen bilden die sogenannten sportlichen Limousinen. Sie liegen in der Gunst vieler Käufer ganz hoch. Das resultiert sicherlich auch daraus, dass Sportlichkeit sich im Augenblick grundsätzlich gut verkaufen lässt. Dieses Marketingkonzept gilt in verstärktem Maße auch für das Automobil. So hat denn heutzutage jeder Hersteller Sportmodelle, die sich in Leistung und Ausstattung vom üblichen Fließbandausstoß unterscheiden in seiner Angebotspalette. Und zwar in fast allen Hubraumklassen. Wir testen in der sportlichen Mittelklasse den BMW 318 IS und den Opel Vectra 2016V, beide ganz neu auf dem Markt. Ihr Hauptkonkurrent ist der VW Passat GT 16V. Die drei Sportler hier im Preisvergleich. Sportlichkeit soll auch die Optik der Karosserie signalisieren. Tiefer gelegt, mit breiteren Rädern und breiteren Spoiler, rollt der BMW daher. Opel verfährt bei dem Vectra 2000 nach demselben Rezept. Ein anderer Grill und breite Leichtmetallräder sind zusätzliche Unterscheidungsmerkmale zur normalen Serie. Der VW Passat GT, dessen Frontpartie nicht so wuchtig ausgeprägt ist, trägt zu den Leichtmetallrädern breiten Kunststoffflankenschutz und verfügt ebenfalls über die obligatorischen Spoiler. Im Luftwiderstand unterscheiden sich die Sportmodelle dennoch kaum von ihren zivilen Seriengeschwistern. Vectra und Passat liegen beide sehr günstig. Der BMW fällt mit seiner konventionell gestylten Form zurück. Sportliches Ambiente sollen auch die Innenräume der drei Testkandidaten ausstrahlen. Bei BMW übernehmen ein Lederlenkrad Marke M-Style und für den Sitzbereich karierte Stoffbezüge diese Aufgabe. Im Raumangebot ist der kleine BMW bescheiden. Vorne ist es gerade ausreichend für normal gewachsene Passagiere. Hinten fehlt es besonders an Kopffreiheit und Knieraum. Zusätzlicher Nachteil, der BMW 318 IS ist nur zweitürig lieferbar. Entsprechend unbequem und umständlich ist der Einstieg nach hinten. Den Innenraum des Vectra 2000 wirten Wurzelholzeinlagen, spezielle Bezugsstoffe, Lederlenkrad und Sportsitze auf. Sein Raumangebot ist insgesamt befriedigend. Vorne sitzt man bequem, hinten ist die Kopffreiheit etwas knapp bemessen. Unschlagbar im Platzangebot ist der VW Passat. Bei der sportlichen Aufwertung des Innenraums beschränkte sich VW allerdings auf grob gemusterte Stoffbezüge und gut konturierte Sportsitze. Auch im Kofferraumvolumen ist der Passat König. Er fasst 495 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzlehne lässt sich das Stauvolumen fast verdoppeln, bis zu 870 Liter. Aber auch der BMW-Kofferraum ist, gemessen an der Wagengröße, ausreichend. Variieren lässt er sich allerdings nicht und seine hohe Ladekante erschwert das Beladen. Insgesamt nur 425 Liter. Das kleinste Gepäckteil hat der Vectra 2000. Aber es lässt sich ebenfalls durch Umklappen der Rücksitzlehne nach Bedarf erweitern. 380, umgeklappt 700 Liter. Sportlimousinen müssen also nicht unbedingt unpraktisch sein.
Wenn Sie mich aber nach dem effektiven Nutzen der ganzen Sportlichkeitsattribute fragen, fallen mir am ehesten noch die wirklich guten Sportsitze des VW Passat ein. Natürlich sind auch Leichtmetallräder oder ein Lederlenkrad eine feine Sache. Aber alle übrigen sportlichen Unterscheidungsmerkmale wirken aufgesetzt und nutzlos. Ob man dafür zusätzliches Geld ausgibt, bleibt letztendlich Geschmackssache. Sportlichkeit beschränkt sich aber nicht allein auf Aussehen und Ausstattung. Sie setzt sich auch unter der Motorhaube fort. Bei BMW ist der Motor längs eingebaut. Er treibt konventionell die Hinterräder über eine Kardanwelle an. Beim Opel Vectra und VW Passat liegt der Motor quer zur Fahrtrichtung. Alle drei Testwagen haben hochtourige Vierventilmotoren, die bei relativ kleinem Hubraum viel Leistung entwickeln. Sportlich gestufte Fünfganggetriebe und geregelte Katalysatoren sind selbstverständlich. Vectra und Passat sind Fronttriebler. Beim scharfen Anfahren oder bei vollem Leistungseinsatz in engen Kurven bringt dies Probleme. Die Antriebsräder neigen zum Durchdrehen. Die Unterschiede in der Beschleunigung sind nicht sehr groß. Am besten sprintet der leistungsstarke Opel aus dem Stand auf 100 km pro Stunde, dicht gefolgt vom BMW. Der Passat verliert in dieser Prüfung eine knappe Sekunde. Bei der Elastizität der Beschleunigung im fünften Gang von 80 auf 120 km pro Stunde ist der Opel Vectra mit seinem durchzugskräftigen Motor ebenfalls nicht zu schlagen. Aber VW Passat und BMW folgen in zeitlichen Abständen dicht auf. Alle drei Testwagen laufen deutlich über 200 km pro Stunde. Theoretisch könnte der schnelle Opel Vectra sich von seinen Konkurrenten absetzen. In der Praxis scheitert dies an der heute üblichen Verkehrsdichte. Ebenfalls gering, wenn auch wichtiger, sind die Unterschiede im Verbrauch. Der kleine und auch leichte BMW liegt hier am günstigsten, gefolgt von dem Opel. Der VW Passat, der nicht nur am größten, sondern auch am schwersten ist, hat im direkten Vergleich den höchsten Verbrauch. Bei der Reichweite hat der Passat wegen seines 70-Liter-Tanks dennoch die Nase vorn. 636 Kilometer schafft er mit einer Tankfüllung. Der BMW muss mit seinem kleinen 55-Liter-Behälter schon mindestens 100 Kilometer vorher an die Zapfsäule. Der Vierventiler des VW Passat ist nicht gerade ein Ausbund an Temperament und Durchzugskraft, aber erreicht eine ordentliche Fahrleistung und läuft sehr komfortabel. Was mich stört, ist das nach zweijähriger Bauzeit immer noch hagelig schaltbare Getriebe. Für mich hat der BMW die beste und sportlichste Antriebskombination. Sein Motor ist drehfreudig und bleibt dennoch ausreichend leise. Sein Getriebe schaltet sich leichtgängig und exakt. In dieser Leistungsklasse zeigt der Hinterradantrieb bereits deutliche Vorteile. Der Opel ist eindeutig der stärkste und schnellste in diesem Trio. Aber sein Motor läuft laut und unkultiviert und es macht Schwierigkeiten, die hohe Leistung über die Vorderräder auf den Boden zu bringen. Sportlichkeit soll natürlich auch bei den Fahreigenschaften zum Ausdruck kommen. Breitere Reifen und Felgen, kürzere Federwege und straffere Fahrwerksabstimmung sind das allgemein gültige Rezept hierfür. Dass es auch auf den Koch ankommt, wenn das Gericht gelingen soll, zeigt der Opel Vectra 2000. Häufig durchdrehende Räder, nervöser Geradeauslauf, wechselndes Eigenlenkverhalten und eine stößige, von Antriebseinflüssen geplagte Lenkung machen das Fahren zu einem zweifelhaften Vergnügen. Das Fahrwerk des normalen Vectra ist nicht nur harmonischer, sondern auch sicherer. Der hinterradgetriebene BMW kann durch seine hervorragende Handlichkeit und seine präzise, nicht von Antriebseinflüssen gestörte Lenkung überzeugen. VW hingegen hat den sportlichen Anspruch des Fahrwerks seines GTs sehr viel besser in dynamisches und dennoch problemloses Fahrverhalten umgesetzt. Sportlichkeit beim Fahrwerk geht allerdings fast immer auf Kosten des Fahrkomforts. Der Opel Vectra ist leider auch hier beispielhaft im negativen Sinne. Das Schluckvermögen seiner Federung ist gering. Er poltert und hoppelt aber auch über kleine Unebenheiten und teilt dabei spürbare Stöße an die Insassen aus. Der raue und laute Motor tut ein Übriges, um den Komforteindruck zu schmälern. Sehr viel angenehmer fährt sich da der BMW,
dessen Fahrwerk nur bei voller Zuladung Komfortmängel spüren lässt. Der Passat GT federt hingegen auch vollgeladen noch recht gut. Bei ihm stören Abrollgeräusche und der durch straffe Dämpfung und hohen Reifendruck eingeschränkte Langsamfahrkomfort. Sportlichkeit ist nicht ganz billig. Das zeigen schon die Grundpreise. Selbst beim teuren Vectra 2000 müssen aber noch elektrische Fensterheber, Metalliclack oder wärmedämmendes Glas extra bezahlt werden. Doch der Passat GT kommt annähernd genauso teuer. Er hat zwar serienmäßig Grünglas, ihm fehlen aber die praktische Zentralverriegelung und die hinteren Kopfstützen. Aber auch der BMW 318 IS täuscht Preiswürdigkeit nur vor. ABS, Servolenkung, Leichtmetallräder und viele andere übliche Accessoires kosten bei ihm Aufpreis. Ausstattungsbereinigt ist er im Konkurrenzvergleich unter dem Strich sogar am teuersten, selbst dann, wenn man die fehlenden zwei Türen nicht berücksichtigt. Die bösen Bayern wollen uns also ganz unsportlich über die Aufpreisliste das Geld aus der Tasche ziehen. Aber man bekommt für sein Geld bei BMW ein sehr gut verarbeitetes, harmonisch abgestimmtes Auto, das viel Fahrfreude bereitet. Dieses Zeugnis kann ich leider dem Opel Vectra 2000 nicht ausstellen. Er hat zwar den stärksten Motor und auch die besten Fahrleistungen, aber sein Fahrwerk ist in dieser Form unakzeptabel. Wer ihn dennoch kaufen möchte, sollte darum ein paar Tausender mehr investieren für den Allradantrieb, der mit der gebotenen Leistung sicher besser fertig wird. Der VW Passat ist ein Auto mit bekannt guten Eigenschaften. Da macht auch der GT16V keine Ausnahme. Aber er macht auch deutlich, dass die Bezeichnung GT bei VW nichts weiter als eine Ausstattungsvariante darstellt. Den gleichen Vierventilmotor bekommt man auch im Passat GL für fast 1000 Mark weniger. Von den leistungsstarken 16 Ventilern einen Sprung zu ausgesprochenen Kleinwagen, die wir im nächsten Test vergleichen wollen, in der nächsten Sendung. Ich habe das schon mehrfach angekündigt. Das handelt sich um den Daihatsu Kuore, ein Kleinwagen mit Dreizylindermotor, verglichen mit dem Lancia Y10 und dem Seat Marbella, getestet von Dirk Hack. Und die Sendung wird laufen am 5. Juni an einem Dienstagabend um 22.10 Uhr. Bis dahin, liebe Zuschauer, gute Fahrt, auch über Ostern im Stau. Bleiben Sie gesund, fahren Sie vorsichtig und bleiben Sie fröhlich. Auf Wiedersehen.